Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectatores, zu einem weiteren Teil von Let's Play Medieval 2 Total War mit mir, dem Tante Günther, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen, heiligen Römischen Reich. Und ich habe die Offscreen-Zeit schon mal ein bisschen genutzt, um diverse Sachen zu erledigen, also eigentlich jetzt nichts wirklich Wichtiges. Ich habe ein paar Agentenaktionen gemacht, wir haben auch ein paar Agenten verloren. Bezeichnenderweise auch unseren Attentäter hier unten bei Ragusa. Das kostet einen Haufen Geld, ich weiß nicht. Also es macht natürlich Spaß, mit den Attentätern zu spielen, insbesondere wenn man die halt so ein bisschen leveln kann. Also was ich überwiegend halt mache, ist halt diese Hauptmänner halt zu attackieren, weil man da einfach 95% Erfolgschance gegen hat. Das Attentat selbst ist ja relativ günstig. Und Ziel ist es ja eigentlich halt, irgendwann mal so einen Super-Attentäter zu haben. Der ist schon zum Beispiel ziemlich gut. Und den dann hier runter nach Italien zu schicken, um den Papst immer abzumessern. Ne? Also das ist tatsächlich eine lohnende Betätigung. Deswegen will man halt einen guten Attentäter haben. Ne? Ja, was haben wir jetzt hier? Also das ist momentan jetzt noch nicht so eine große Armee, aber sie ist gar nicht so schlecht. Und wir nehmen dich jetzt mit auf das Schiffchen. Denn mit ihm werde ich hier nach Kreta segeln, denn da müsste noch eine Siedlung der Venezianer sein. Und wenn wir Ragusa eingenommen haben, dann müssen wir halt noch eben, dann müssen wir noch die restlichen Venezianer auf Kreta eben ausschalten. Wir haben hier noch zwei Infanterieregimenter, die wir hier reinstellen können. Vielleicht schauen wir aber erstmal, was hier noch los ist. Lauf mal hier auf die Brücke. Hier ist merkwürdigerweise ziemlich wenig los. Ich bin unterwegs. Wir müssen uns aber natürlich. Ach, guck mal, halt die Byzantiner, die kommen, ne? Also, wir müssen uns halt von dem Gedanken verabschieden, dass wir halt hier mit der Armee irgendwie großartig hier rumlaufen, um andere Armeen anzugreifen, weil dafür ist sie einfach zu schlecht. Aber so eine Brücke verteidigen kann die halt ganz gut, ne? Und uns fehlt einfach hier zwischen Wien und Zagreb, da fehlt uns einfach ein bisschen was mit Power. Das sind halt die Truppen, die müssen wir aus dem Norden holen, ne? Ja. Eure Befehle? Ich habe einen Agenten in Thorn drin platzieren können. Wenn wir Glück haben, macht er da die Tore auf. Verratet mir den Namen des Ziels. Ja, wir müssen hier die beiden Armeen ausschalten, um Krakau anzugreifen. Aber Krakau haben wir das Problem, dass ich da nicht so viel gegen machen kann. Hast du noch Bewegung? Kaiser. Ich muss den nicht unbedingt ausspielen, denn ich weiß nicht schon, was er da drin hat. Ne? Also, der steht halt eigentlich ganz gut hier. Der deckt halt ziemlich viel auf, ne? Das ist eigentlich schon lohnenswert. Ich würde mal sagen, ich habe noch eine andere Option auftun können. Und zwar, wir nehmen mal nur den Bauern hier. Ich habe nämlich in Angers auch zwei Spione drin. Und wenn wir Glück haben, kriegen wir Angers einfach so. Wir werden sie für euch besiegen, mein Kaiser. Ja, das ist super. Ja, Kaiser, wir starten sofort. Wenn wir den Bauern verlieren, das wäre nämlich tatsächlich, also das wäre zu verschmerzen, ne? Der Bauer selber, der juckt uns eigentlich nicht wirklich. Ja, eine supermächtige Armee. Ja, Kaiser. Und im Stream habe ich ja gesagt, ich spiele alle Schlachten selber, ne? Will ich das auch hier machen? Eigentlich will ich das gerne automatisch machen, ne? Ich meine, wie viel Mann verlieren war? 60, 70, irgendwie so 10%, ne? Okay, wir verlieren 14. Das war der Untergang der Feinde des Reiches. Ja, ich will sie nur besetzen. Wir haben diese Länder gewaltsam übernommen. Davon will ich dann auch gar nichts fortbilden eigentlich, um ehrlich zu sein. Da holen wir uns einfach nur zwei Armbrustschützen und einen Speerträger. Er wird morgen ein toter Mann sein. Ja, du könntest noch was tun. Was ist das Ziel des Reiches? Benennt das Ziel, ich werde euch nicht enttäuschen. Achso, hast du eigentlich schon die entsprechenden die Furchtpunkte durch die ganzen Attentäter, das ist so geil. Kaiser Henry der Mörder. Oh, Alter, der hat halt echt. Verratet der hat halt echt wenig Frömmigkeit, ne? Was ist das Ziel? Nice.
direkt mal speichern, wenn der Inquisitor da weg ist. Seid gegrüßt, Kaiser. Ja, du machst mir bitte die Agenten wieder bei ihm in die Armee rein. Die sind aus irgendeinem Grund sind die da in der Festung drin geblieben. Zur Stelle, Kaiser. Mein Kaiser? Aber du hast ja, genau, hier müssen wir erstmal die Belagerungsgeräte bauen, ja, und du bleibst einfach hier und wartest. Und wenn der hier tatsächlich jetzt Angers belagert, ich glaube, wir können es ganz gut verteidigen mit den Truppen, die wir haben. So, du marschierst bitte weiter nach Toulouse. Marschiert! Die Armee hier ignorieren wir. Fürs Erste. Kaiser! Ihr wünscht? Befehle, Kaiser. Na, ja, du kannst jetzt hier raus marschieren. Frage ist, laufen wir nach Toulouse oder ich glaube, wir laufen eher nach Norden, weil genug marschiert die Franzosen haben so gut wie keine Truppen mehr. Also sie haben hier noch eine Festung, ne? Aber na gut, da sind drei Regimenter drin. Also auch wenn sie noch so ein Half-Stack hier unten haben. Ich meine, die haben zwei Full-Stacks hier oben. Ich glaube, sie haben nicht mehr so viele Truppen. Wenn sie so noch Half-Stack hier unten haben, dann spätestens, wenn Toulouse eingenommen ist, ist die Nummer da raus. Oder dann ist der Tropf da gelutscht. So, fehlt noch hier einmal der Kampf gegen dich und der Kampf gegen dich. Wenn ihr einen Kampf wollt, kommt doch einfach näher. Ja, das werde ich auch tatsächlich machen. Ja, mein Kaiser. Nimm die Söldner mit und die Kaff. Befehle, Kaiser. Nimm noch ihn mit. Für das Reich. Ja, mein Kaiser. Irgendwie so. Ich muss mir gerade die Frage stellen, was reicht genau? Ihr wünscht, die Schlacht wird unsere Differenzen klären. Ja, das reicht auf jeden Fall, Dicke. Für den Ruhm des Reiches. Dann machen wir ihn noch schnell weg. Gott schütze unser Vaterland. Auf in den Kampf. Okay. Schöne Szenerie übrigens. Aufstellung finde ich auch gut. Ja, begibt euch bitte schnell in Position. Manchmal rennen die Truppen automatisch und manchmal rennen sie nicht. Das ist echt komisch. Jetzt zum Beispiel auch wieder. Der rennt jetzt nicht automatisch. Genau, ab in den Tod. Wir haben einen verloren. Friendly Fire, würde ich sagen, ne? Pass auf, zieh dich noch ein bisschen hier rüber. Der Feind hat die Hälfte seiner Armee verloren. Feindliche General flieht! Er hat keine Ehre! Wir haben die feindliche Armee geschlagen! Jetzt ist es Zeit, die Schweine zu zerquetschen! Ja. Ist ja auch so gut wie nichts mehr übrig, ne? Alles aufessen. Keiner kann bestreiten,
dass wir die Sieger dieses Tages sind. Einmal durch Friendly Fire verloren. Naja, das ist halt leider so. Ein stolzer Sieg für das Reich. Heiliger Kaiser. Okay, das würde also nicht mehr reichen, um hier direkt anzugreifen. Voller Stolz, Kaiser. Stoller Volz. Ja, mein Kaiser. Befehle, Kaiser. Ihr wünscht... Dann machen wir Folgendes. Marschiert! Zieh es bitte da rein. Verbinden die Truppen. Befehle... Ja, Kaiser. Ziehen in die Schlacht. Dann greifst du ihn an. Für das Reich. Ja, dann läufst du zurück, dann soll der da warten. Kann ich mit leben? Muss ich hier von irgendwas fortbilden? Nee, ne? Wir holen uns vielleicht noch eine Speermiliz. Ich meine, das geht immer, ne? Ja, 2 Ritterlichkeitspunkte, ja, ist okay. Wir hätten halt hier noch einen. Hier noch jemanden drin, mit dem wir hätten angreifen können, aber dann hätten wir keine Verstärkung gehabt, ne? Schnell und lauf du noch ein bisschen nach Süden. Mein Kaiser. Das ist mein Spion. Will der noch was spionieren für mich? Will der noch was spionieren für mich? Der will vielleicht hier drüben spionieren. Für heute gehe ich nicht mehr weiter, mein Kaiser. Lauf mal hier hin. Ja, dann haben wir hier noch so viele Truppen, ja? Ne? Mein Kaiser? Okay, belagern wir noch irgendwas? Ja, mit den 2 Armbrustschützen hier ist das eine sehr schöne Armee. Okay. Schauen wir noch, wo wir ein bisschen was sinnvollerweise ausbauen können. Hamburg ist erstmal soweit in Ordnung. Wie viel würde der Schiffsbau hier bringen? Ja, ist okay. 280 anstatt 160 mehr. Bringt 120 mehr. Ist ein teurer Spaß in Frankfurt. Wir können in Mailand die Kaufmannsbank bauen. Ich bezweifle irgendwie, dass es nur um diesen Geldbetrag geht, ne? Wollen wir noch den Milizexerzierplatz bauen? Dann können wir halt hier Hellebarden-Miliz rekrutieren. Das ist schon ziemlich stark dann, ne? Das wäre dann schon ziemlich stark. Das wäre das beste Milizgebäude, was wir hätten, ne? Aber ist auch wieder sehr teuer. Wir schauen erstmal, dass wir noch so ein paar kleinere Gebäude errichten. Rathäuser sind immer gut, um Korruption vorzubeugen. Wollen wir schon anfangen? Also, ja, Paris haben wir, Caen haben wir, Angers haben wir. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an, Metz umzubauen. Das Garnisonsquartier werden wir abreißen. Achtung, es wird ein bisschen laut. Minen, Rodung und Kapelle können wir lassen. Ja, in Marseille auf jeden Fall Straßen ausbauen ist wichtig und der Händler Kai, also Kai der Händler, der ist auch wichtig. Wir sehen das bereits hier, ne? Uns gehen jetzt bereits Handelseinnahmen verloren. Na, fast 300, wenn wir den nicht bauen. Also bauen wir den, wir ziehen den jetzt mal vor. Marseille ist ja relativ sicher. Also da habe ich jetzt keine Angst um die Stadt. Die Fortbildung hier haben wir ja gemacht. Das sind alles Reparaturen. Möchten wir auch direkt die Festung in Angers verbessern? Wir verbessern Caen, also insofern können wir uns auch überlegen, ob wir Angers in Bälde umbauen. Ne? Wir lassen das erstmal so.
Rennen ist absolut in Ordnung, so wie es ist. Hier bauen wir auch was. In Wien. In Wien. In Wien. Was brauchen wir in Wien? Wir können hier bereits Armbrustschützenmiliz bauen. Das ist gut. Das hilft uns gegen die Ungarn. Das machen wir auch, glaube ich. Jetzt kommt die nächste Frage. Brauchen wir den Markt für nochmal ein zusätzliches Handelseinkommen? Ist gar nicht so schlecht tatsächlich. Für 1200 machen wir ein 100er mehr. Bauen wir die Ratskammer für mehr Gesundheit und mehr Gesetz. Eigentlich auch okay, soweit wie ich finde. Oder bauen wir halt den Ledergerber, weil unsere schlecht gerüsteten Truppen ja erstmal auch hier noch ein bisschen drin stehen bleiben werden. Ich sag, wir nehmen den Markt. So, Breslau. Breslau bekommt ein Rathaus, denke ich. Rekrutieren wir hier auch was? Ja, den Spion nehmen wir, glaube ich, auch noch mit. Und noch eine Miliz zur Garnison. Die Milizen werden wir drin lassen, die Armbrustschützen werden wir rausziehen. Zagreb ist okay, so wie es ist, wie ich finde. Wir können mit den Steuern sogar auf sehr hoch gehen. Wir könnten in Zagreb tatsächlich noch einen Ballistenmacher bauen. Je nachdem, wie lange werden wir noch brauchen, um Budapest anzugreifen. Ich würde sagen, 5 Runden. Das heißt also, wir bauen hier 1 oder 2 Ballisten in Zagreb. Haben aber hier noch eine Armee, mit der wir möglicherweise hier oben die Brücke dicht machen können. Also insofern ist der Ballistenmacher vielleicht hier wirklich eine Option. Vor allen Dingen ist er ja auch nicht so teuer. Möchte Prag den Markt ausbauen? Eigentlich nicht. Aber in Stettin wollen wir gerne die Rodung haben, um das Bevölkerungswachstum da ein bisschen zu fördern. Wir müssen uns immer noch Gedanken machen, was wir in Nürnberg tun. Ortswache, Ratskammer, Markt, alles gute Gebäudeoptionen, die wir hier haben. Der Markt ist tatsächlich lohnend in Bologna. Ich bin aber gerade mal für die Ratskammer, weil die öffentliche Ordnung hier jetzt auch nicht die beste ist. Innsbruck bleibt und ein Rathaus in Oslo, denke ich auch. Florenz. Dann könnten wir mal eine Kirche bauen vielleicht, ne? Oder mach mal noch ein Rathaus in Hamburg. Ein Kornmarkt ist auch eine Option, ne? Ja, dann sind wir wieder bei Mailand und bauen da einen Puff. Denn wir wollen in Mailand auf jeden Fall ein solides Polster bei der öffentlichen Ordnung haben. Ja, wir sehen, hier ist momentan relativ wenig an Gefahrenpotenzial. Deswegen ziehen wir ein bisschen Truppen zusammen. Kaiser! Ja, mein Kaiser! Schicken die Armbrustschützen mal kurz hier rein. Ihr wünscht? Die müssen wir auch ein bisschen zusammenfassen. Kaiser! Ihr wünscht? Kaiser! Pass auf, schick mir den mal nach Zagreb rein. Können wir den hier fortbilden? Das könnten wir hier schon. Ihr wünscht? Ja! Vereinen unsere Streitkräfte, Kaiser! Die sind tatsächlich deutlich schlechter, aber auch wesentlich günstiger als unsere Stadtmiliz. Die haben halt keine Rüstung. Dafür haben die einen Punkt mehr Nahkampfabwehr. Das ist tatsächlich gar nicht so verkehrt, ne? Na gut. Wobei, wartet mal kurz. Mein Kaiser.
Ja, die kosten ja auf voller Stärke dann doppelt so viel, ne? Die kosten ja 160, ne? Das sind, die sind also teurer als unsere Schrotttruppen. Ja, mein Kaiser. Pass auf, dann bleib doch hier. Weil dann mergen wir die. Kaiser. Ja, mit 150 sind die teurer als, sind die teurer als unsere Sperrmiliz. Sie haben einen etwas besseren Angriff. Befehle, Kaiser. 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 Ihr wünscht. Nimm noch hier eine Sperrmiliz mit. Viel Angriff brauchen wir ja nicht. Wir brauchen nicht viele Angriffspunkte. Wir brauchen gute Formationen, wie zum Beispiel den Schildron hier. Ich glaube, das sind so die Dinger, womit wir hier punkten. Nicht vergessen, wir haben hier über 1500 wild gewordene Ungarn aufgehalten. Ne? Okay. Gut, ich glaube, das war es im Wesentlichen. Kaiser. Befehle, Kaiser. Was war mit den Truppen hier? Ne? Wir können jetzt mit dieser Armee jetzt mal hier rüberstiefeln zu Kaiser Henry dem Mörder. Aber wir können auch genauso gut hier noch in der Stadt bleiben. Ah ja, stopp. Eine Sache haben wir noch. Seid gegrüßt, mein Kaiser. Kaiser? Nee, passt. Okay, alles klar. Er hat die zweite Fullstack-Armee zur Stadt verlegt. Wir haben den Engländern echt die Zähne gezogen, ne? Da von denen wird nicht mehr viel kommen. Portugal greift uns jetzt an. Danke, ja. Du wir dich auch. Belagert. Das werden sie bereuen. Die machen echt Druck da unten, die Ungarn. Wir lassen den Feind nicht frei zurück, mein Kaiser. Die Diebesgilde in Dijon nehmen wir nicht. Ja, das kommt ja wie gerufen, ne? Wir sollen den Hafen von Nottingham blockieren. Spanien macht jetzt auch beim Kreuzzug mit. Pro 7. Rennen wächst. Dann bauen wir doch hier direkt die besseren Stadtmauern rein. Und Caen wird belagert. Ja. Attentäter zur Stelle, Kaiser. Benennt das Ziel, ich werde euch nicht enttäuschen. Der Papst ist da nicht drin. Auf der anderen Seite, der Papst kann auch nicht mehr so alt werden. Der muss ja schon... den Papst da, den haben wir doch ewig. Schon. Hehe, gute Frage. Okay. Als erste Amtshandlung. Ja, Kaiser. Ich verschaffe mir einen besseren Überblick. So ein Dreck, Kaiser. Ey. So ein Dreck. Für das Reich. Ja, Preisfrage.
Wenn ich den jetzt angreife... Ja, wir greifen aber... Moment. Die Augen des Reichs. Ich werde alle Geheimnisse für das Reich lüften. Ja, so muss es nämlich sein. Jetzt kannst du nämlich hier hingehen. Euch zu Ehren werden wir angreifen, Kaiser. Beginne die Belagerung, edler Kaiser. Wir belagern. Schade, Schokolade. Das wäre so gut gewesen. Wenn ihr einen Kampf wollt, kommt doch einfach näher. So viele Fernkämpfer. Dann machen wir noch den Kampf hier gegen die polnische Armee vor Thorn. Ja, Kaiser. Ziehen in die Schlacht. Die Infanterie ist ja schlecht, ne? Dieser Tag gehört dem Reich. Auf in die Schlacht. Denn es könnte sein, dass wir hier die Festung bekommen. Gespannt, welche Beleidigung sich unser Feldherr heute einfallen lässt. Und so naht die Stunde der Schlacht. Ich schenke euch den Sieg, wenn ihr den Mumm habt, auf mein Geheiß zu kämpfen wie Reichssoldaten. Ich verlange nicht den Tod. Ich werfe kein Leben weg. Doch ich verlange, dass jedermann seinen Teil tut. Der Sieg wird sein Lohn sein. Männer, diesen Polen fehlt es an all der Ehre und Kriegskunst, die einen Deutschen auszeichnet. Geben wir ihnen, was sie verdienen, und töten wir sie. So führen Söhne des Reiches Krieg gegen ihre Feinde. Mann gegen Mann zu bekämpfen, wie anständige Deutsche, sondern wirft mit Sachen nach uns wie ein Weib. Und nun vertraut auf guten Stahl und Pflicht. Sehen wir, wie Gott es bereitet hat. Ja, also die Rede, ne? Die könnte auch aus einem anderen Zeitzusammenhang stammen. Tatsächlich finde ich die auch schon gar nicht so schlecht. Wir suchen uns dann einfach nur eine bessere Position aus. Der Feind bringt Verstärkung! Das müssen wir uns mal gerade angucken. Also da sind die ganzen Bauern, ne? Ja. Ja. Da sind die ganzen Bauern.
Komm, schneller. Unsere Männer werden angegriffen! Wir müssen sofort handeln! Unsere Männer gewinnen die Schlacht! Wenn wir so weitermachen, ist der Sieg unser! Wir müssen jetzt erstmal nur diese ganze Infanterie wegschießen. Das ist erstmal das Wichtigste, ne? So, was kommt hier? Nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig. Die Schlacht läuft gut für das Reich. Bleibt stark. Nur das ist krass, dass die polnischen Edelmänner da drüben so locker flockig hier meine Panzerritter aufreiben, ne? Naja, okay, gut. Naja, sie sind auch deutlich besser im Nahkampf als unsere Panzerritter. Naja, dann ist das absolut nachvollziehbar irgendwo, ne? Die flüchten bereits, okay. Dann kannst du jetzt hier hin und hier dicht machen. Schneller bitte. Gut, den haben wir auch erwischt. Jetzt müssen wir noch seinen General irgendwie aufreiben. Gut. Nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig. Seht, wie unser feiger Feind rennt. Zeit, den Angriff voranzutreiben. Komm du wieder zurück. Okay. Wollen wir die Schlacht noch fortsetzen? Ja, doch, mach mal ruhig. Ich muss mal gucken, was läuft denn hier noch so an regulären Truppen rum. Die Edelmänner, die schaffe ich nicht. Die sind zu schnell. Ja. Weiß nicht. Ihr schießt mir bitte weiter auf ihn. Ja, und dann war's das, ne? Schade, den hätte ich auch noch fast erwischt. Viel zu schnell. Keiner kann bestreiten, dass wir die Sieger dieses Tages sind. Ja, da hat Fassi ziemlich genau die komplette Infanterie verloren. Und wir haben Prinz Boleslaw ausgeschaltet, den Erben der Polen. Das heißt, damit ist die Stadt offen. Beziehungsweise die Festung. Ja, sie zerschmettert, Kaiser. Ui, 6000, aber wir besetzen einfach Kaiser. Nur. Ja, Kaiser, wir werden keinen der Fremden verschonen. Das war der Untergang der Feinde des Reiches. Ja, niemand hält das direkt Reich mal die Straße auf. Bauen. Sieg. Ui. Ui.
Nam 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 nam. Oh, nam 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 nam. Nam 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 nam. Hier gibt's richtig gute Truppen. Ach du Schande. Ja, mein Kaiser. Befehle, Kaiser. Okay, okay. Dann, Thorn ist eine wichtige Festung. Auf jeden Fall. Und ich würde auch fast sagen, wir riskieren eine Exkommunikation. Wenn wir dafür halt den Papst ausschalten können. Wir haben, glaube ich, jetzt... Wir haben gleich zwei Attentäter hier unten. Ein toter Mann sein. Du bist halt nicht der Beste. Du kannst aber den Typen hier noch abmessern. Auf Königtum bewahrt nicht vor Gottes Urteil. Ja. Attentäter zur Stelle, Kaiser. Er wird morgen ein toter Mann sein. Du bist jetzt nicht so gut, ne? Aber ich denke mal, mit drei Attentätern müssen wir den noch kriegen. Wir können im Zweifel können wir noch einen übers Schiff von Zagreb hier rüberholen, ne? Ja, Kaiser! Müsste auch spannend werden, um es mal so zu sagen. Ja, nur falls wir exkommuniziert werden, ne? Nur falls wir exkommuniziert werden. Kaiser! Ich meine, die Franzosen haben noch drei Provinzen. Eine davon ist eine Enklave. Ja, ich bin gespannt. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann sage ich erstmal macht's gut und Pax Vobiscum, Valete.